So, Freunde, herzlich willkommen zurück zu Lego Ninjago Movie Video Game auf der PlayStation 4 zu 100% mit mir, eurem Whitey. Freunde, die 100% Reise beginnt jetzt. Über 46% haben wir schon erreicht, ja. Es fehlt also nur noch die Hälfte. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal in Ninjago City Nord an, werden dort das Gebiet erkunden und schauen mal, was wir dort so alles erreichen werden heute, ja. Ich habe noch nicht einen genauen Plan, muss ich sagen, wie ich die 100% erreiche, weil ich habe es immer gerne, wenn ich irgendwie noch so eine kleine Hilfestellung in Lego-Spielen habe, ja, wo vielleicht das eine oder andere liegt. Vielleicht kriegen wir das irgendwie freigespielt, ich weiß es noch nicht, ja. Aber, Freunde, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das hier, ja, recht ordentlich und vielleicht auch schnell über die Bühne bringen werden. Ja, wir schauen mal, Freunde. Die Story war auf jeden Fall sehr, sehr geil gewesen. Ich hoffe, ihr habt mittlerweile alle den Kinofilm gesehen. Falls nicht, ab im Kino. Ihr wisst, wie es läuft. So. Und dann fangen wir einfach mal im ersten Teil an. In Lego Ninjago City Nord. Gucken wir mal, ne? Also diese rote Kiste haben wir dort schon gefunden. Zwei goldene Steine haben wir schon. Und zwei Tüten mit den Minifiguren haben wir dort auch schon. Ja, wir können ja mittlerweile auch alles nehmen. Also ich werde jetzt gleich erstmal ein bisschen anpassen, würde ich sagen, unsere Charaktere. Mal gucken, wenn ich so direkt mit am Start nehme, wie viel ich überhaupt mitnehmen kann direkt. Aber wie gesagt, man kann ja wechseln, wie man möchte, wie man lustig ist. Also das bleibt ja jedem selbst überlassen. So. Jetzt beginnt. Jetzt geht es los. Da fällt mir ein, in Folge 3 zum Bleistift kam ich da vorne doch nicht rein. Hier, ne? Was war denn hier gewesen? Okay, ein Dojo anscheinend. Was? Okay. So. Achso, ich mach mal alles kaputt hier. Weil ich denke mal, ich muss das hier alles aufbauen. Ah, 1 von 3. Alles klar. Dann muss ich ja wohl alle 3 Teile auf. Wo kommt er denn jetzt her? Digga, darf ich das erste Mal aufbauen, ohne dass du mich anschaut? Okay. Okay, dann hol ich dich hier hoch, ja? Gefällt dir das? Du hast es gewollt, ja? Okay, bam. Ah, oh, guck mal hier, wunderbar, alle besiegt. Und wir bekommen ein Päckchen mit einem Charakter. Cole aus der High School. Okay, passt mal auf. Kann jetzt den Sushi-Koch nehmen. Und dann kann ich... Wie kann ich den ja jetzt wechseln? Warte mal, wie konnte ich den denn... Wie konnte ich den denn jetzt wechseln? Ja, da habe ich doch letztens hingekriegt. Ah ja. Freies Spiel, würde ich sagen. Genau so sieht aus. Alles klar. So, ich würde sagen, wir nehmen uns mal Lord Garmadon mit rein. Das machen wir auf jeden Fall. So, wir haben jetzt Kai. Warum ist jetzt der Sushi-Koch hier? Ich wollte den doch gar nicht. Aber war Lord Garmadon sowieso schon vielleicht da? Egal. Okay, wir machen jetzt erstmal. Okay, Nummer 2 und jetzt hier noch. Aber egal, wir können jetzt machen, wie wir wollen. Wir sehen, wir können jetzt, wie wir lustig sind, können wir jetzt Gas geben. Yes, vielen Dank. Okay, anscheinend mehr wird hier auch nicht sein, glaube ich. Nee, okay.
Also, das sind spezielle Gebiete, wo wir nochmal eine Kleinigkeit bekommen werden. Hier bräuchte ich allen Anschein nach Zane. Das heißt, ich muss aufs freie Spiel gehen. Gehe auf Zane. Machen wir den ohne Maske. Klar. Und dann scanne ich da oben mal. Dann kommen wir da nämlich auch ans goldene Steinchen. Jawohl, mega. So, wie gut, dass wir uns nämlich unten auch orientieren können, wo hier noch goldene Steine sind und wo nicht. Und auch die Sticker-Packs, die Character-Packs und so, das sehe ich ja hier alles. Das finde ich sehr gut gemacht. Okay, hier scheint nicht zu sein, aber hier ist irgendwo ein Pack. Das bringe ich alleine nie. Die Haie haben die Miniatur des Turms der Macht zerstört. Okay, 200.000 kostet mich das, ey. Ich baue das mal auf, ey. Eigentlich müsste ich doch diesen Prolog die ganze Zeit nochmal spielen können. Und da glaube ich dann, dass ich ohne Ende dort. Oh, vielen Dank. Dass ich dort ohne Ende Steinchen sammeln kann, glaube ich jetzt einfach mal. Digga, hoch. Hoch. Zane, jetzt machen wir nicht fertig. Eins. Ey, der hält sich nicht so fest, wie ich das will. Eins. Ah, jetzt, okay. Das Sticker-Pack ist hier drüben. Character-Pack. Ich sage immer Sticker-Pack. Ein Hammerhai. Jawohl. Vielen Dank. Ich denke mal, mehr wird hier nicht großartig sein. Hier auch nicht. Genau. Hier ist nämlich gar nichts. Dann gehen wir mal zum nächsten goldenen Stein. Der scheint hier zu sein. Hier brauche ich Coal. Dein Ernst? Ja, Glück gehabt, dass ich nicht den ganzen Weg laufen musste. So, hier vorne bei dem Buch können wir die Story nochmal spielen. Werde ich natürlich später noch machen. So, die Brücke ist aufgebaut. Vielen Dank. Da oben ist nichts. Das würde mehr unten angezeigt werden. Ich muss meinen Huhn finden. Ein Huhn, okay. Des Angriffs wurde mein preisgekröntes Goldhuhn gestohlen. Da war wohl niemand neidisch. Oder würdest du vielleicht nach ihr suchen? Sie ist goldfarben und sieht ab. Jawohl, auf jeden Fall. Okay, kriege ich dafür irgendwie. Ah, da kriege ich Hinweise. Geil. Das ist kein goldenes Huhn. Okay, noch 4 Stück. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Das ist auch nicht Gold. Muss ich dich da rausholen, Digga? Anscheinend nicht. Okay, die nächsten. Okay, die Kameraführung ist echt nicht gut. Ach, jetzt ist der auch noch. Aber hier kann ich mich festhalten, oder?
hier kann man ordentlich goldene Steine sammeln. Auch nicht Gold. Wahrscheinlich beim letzten, denke ich mal, wird das goldene Huhn sein. So, hier brauche ich Lloyd. Ich habe noch keinen Lloyd. Ich brauche Lloyd. Hallo Lloyd. Ach, Kai brauche ich hier, sorry. Kai. Zack. Jawohl. Okay, was genau muss ich tun hier? Ich sehe jetzt auch nicht irgendwie großartig, dass ich was aufbauen muss, beziehungsweise ein Spinjitzu einsetzen muss hier. Obwohl ich schon gerne das von Jay eingesetzt hätte. Aber hier ist nichts, wie ihr sehen könnt. Ist gar nichts. Gucken wir gleich. Ist egal. Schauen wir uns gleich an. Kümmern wir uns weiter erstmal um das Huhn. Der arme Mann, wa? Guck mal hier. Kann ich hier nicht Nia benutzen? Ich möchte gerne die Highschool-Nia haben. Da wollte ich ja sagen. Zack. Nehmen wir mal eben schnell auf die Schnelle mit. Was soll der Geiz hier? Ach, hier, guck mal hier. Wunderbar. Das goldene Huhn. Du hast mein Huhn. Ja. Ah, vielen Dank. Ich brauche gar nicht zu ihm hin. Sehr cool. Das mag ich jetzt schon. Dass ich hier nicht zu den Leuten wieder hinrennen muss. Finde ich super. Das war auch einfach. Vielen Dank. So. Ja, wir gehen jetzt wieder rüber hier. Schauen uns da drüben mal um. Weil irgendwas muss ja hier auch noch sein. So, Kai, komm her. Auf den Meter. Und mach das hier nochmal, bitte. Jetzt müssen wir mal gucken. Da kann ja irgendwas nicht richtig sein, da oben. So, auf, ich mach mal eben das. Ah, das geht gar nicht. Ach, hier ist auch gar nichts. Hier ist auch gar nichts abgezeichnet oder abgebildet oder sonst irgendwas. Also hier ist gar nichts. Was gar, vielleicht habe ich halt auch schon geholt. Weiß ich nicht mehr. So, hier brauche ich Kai. Der ist bestimmt dahin am Kämpfen. Naja, da waren wir schon klar gewesen. Warte mal, kann ich nicht sie nehmen und ich gehe da rüber und nehme dann einen anderen Kai? Glaube ich einfacher als den da jetzt wegzuholen, weil ich wollte sowieso den Kai, den klassischen Kai haben. Finde ihn richtig cool. Ja. Welches goldene Steinchen war's? Okay, ein ganz anderes. Mia kann unter Wasser, richtig?
nicht. Ich dachte wegen, was ist das, ein Oktopus? Ich dachte wegen dem Oktopus, weil der so am Zappeln ist. So ein Zitteraal. Gehen wir erstmal weiter. Wir finden schon noch alles. Okay, gehen wir mal hier hoch. Obwohl ich sagen muss, passt mal auf, da vorne war irgendwas. Hier. Einfach dahinter gelegt. Zack, goldene Steinchen nehmen wir mit. Sehr gerne. Okay, mehr sehe ich jetzt hier nicht. Aber ich kann hier entlang. Nein, kann ich hier nicht. Okay. Ah! Eis! Natürlich! Natürlich! Das sieht gut aus, dann kommen wir da nämlich hoch. Wunderbar! Wir bekommen Kai aus der Highschool. So, hier in der Nähe sehe ich noch zwei goldene Steine. Die da ist eins. Frage ist natürlich ganz einfach. Wie kommen wir eventuell mit ein... Wartet mal. Vielleicht mit dem Hai-General? Dass ich mit dem eventuell tauchen kann? Ich wusste es! Der andere auch hier unten? Alter, die zappeln alle so hart, ne? Ah! Okay, ich muss die 5 Oktopusse wegbremsen. Ja, okay, wunderbar. Ja, dann suchen wir mal nach zappelnden Viechern. Dann suchen wir mal nach zappelnden Oktus. Mach den Controller mal wieder runter. Ich glaube, den hört man nämlich durchs Mikro. Muss ja nicht sein, ne? Wir sind ja hier nicht bei Xbox. So, wenn ihr irgendwas zappeln seht, ne, schreit mal. Und wenn eure Eltern dann fragen, Alter, Junge oder Mädchen, was schreist du so? Dann sagt er einfach, der Whitey hat gesagt, ich soll schreien. Okay, Nummer 4. Ein zappelnder Fisch fehlt noch. Da ist er. Da ist er. Wunderbar, haben wir. Geil. So. Haben wir das auch. Jetzt muss ich mal rüber. Ich muss auf die andere. Ich muss auf die andere Seite. Digga, hör doch auf. Er hält da alles fest und gibt alles und ach, keiner dankt es ihm. Da oben ist eins. Okay. Nein, 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 nein. Bleib oben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wie kommen wir hier hoch? Ich weiß es noch nicht. Eventuell... Ah, da! Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen, ich hab's noch nicht gesehen. Aber ich muss da hoch. Da komme ich nicht hoch. Da komme ich nicht hoch. Kann nicht wahr sein jetzt. Kann sein, dass das auch... Dass das vielleicht zu einem anderen Gebiet gehört. Was wir da unten sehen, ich weiß das ja nicht. Kann ja auch sein, dass ich jetzt gleich in die Story... Dass ich erst in die Story rein müsste. Weil, guck mal, das gehört ja noch alles dazu. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu den Ninjago City Docks gehe, dass ich vielleicht dann da weitermachen muss.
Weil wir müssen natürlich die Geschichte wiederholen und dort ist ja... ist ja einiges. Also ich glaube, dass nicht, also das unten, was da angezeigt ist, dass es auch sich auf andere Gebiete weiterhin bezieht, dass einfach die Karte einfach flächendeckend, mein Gott, angezeigt wird. Und dass ich noch ein paar Sachen auf jeden Fall in der Story selber suchen muss. Natürlich liegt hier irgendwo auch noch was, glaube ich zumindest. Aber viel wird hier nicht mehr rumfliegen. Weil ich komme ja, seht ihr, ich komme ja zum Beispiel hinter diese Mauer, komme ich ja gar nicht. Und hinter dieser Mauer müsste irgendwo ein Paket rumfliegen. Und entweder ist das in der Story zu sehen, oder es ist halt auf einem anderen Gebiet. So wird's sein, Freunde, und nicht anders. Ihr seht's ja. Ihr seht's ja. Gut. Dann belassen wir das bis hierhin, okay? Und machen dann nächste Folge weiter. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, dann sehen wir uns gerne nächstes Mal wieder. Bis dahin, Freunde, alles Gute, haut rein. Euer Whitey. Hey.